This video is powered by ReconCompany.com. Wir sind für euch auf der SHOT Show 2024 am Stand von Archon Firearms. Wir verfolgen schon seit Jahren die Strik B von Arsenal, die es jetzt leider so nicht mehr gibt. Aber Archon hat das aufgefasst und hat jetzt ganz neu die Type B und die Type D herausgebracht unter dem neuen Firmenlabel Archon. Hierbei handelt es sich um eine Striker-Fired Polymerpistole, die auch sehr, sehr modular ist und über ein einzigartiges Verschlusssystem verfügt. Man sieht hier die unterschiedlichen Griffgrößen von ganz klein, Mikro, über ein Verlängerungsadapter oder zwei Verlängerungsadapter, was natürlich die Waffe mehr oder weniger führbar macht oder sogar zu einer Competition-Waffe aufrüstet mit einer wesentlich größeren Magazinkapazität von bis zu 17 Patronen. Dazu sind natürlich unterschiedlich große Magazine im Lieferumfang und auch mehrere Grifftexturen, an der Zahl 4 Stück, die von Talon Grips geliefert werden, in den unterschiedlichsten Rauigkeiten für jeden Anwender und für jede Nutzung. Hier sehen wir noch ein Griffstück mit einer gewaffelten Form. Das ist allerdings bis jetzt nur in den USA erhältlich. Alle anderen Griffformen kriegt man auch in der EU über One MOA. Des Weiteren werden natürlich wieder unterschiedliche Laufkonfigurationen angeboten, mit Gewinde und ohne Gewinde. Die Visierung besteht ganz klassisch aus einer Kimme mit einer Riffelung gegen Reflexionen und einem Korn mit einem Leuchteinsatz in Rot. Die Pistolen werden sowohl Optics Ready mit einem Optics Cut oder auch ohne Optics Ready Option angeboten. Allerdings würde ich natürlich jedem zu Optics Ready raten, da die Nutzung von Red Dot Sights einfach die Zukunft ist. Angeboten werden die Strike B und die Strike D in der OR-Version mit einem Footprint für Trigicon RMR, Holosun oder Shield RMS und Acro Footprint. Das heißt, ich muss mich bereits beim Kauf der Pistole entscheiden, welche Optik ich nutzen möchte. Das Besondere an der Waffe ist das AF Speedlock System. Das AF Speedlock System funktioniert nur im Horizontalen, das heißt, sobald die Waffe repetiert, kippt der Lauf nicht ab, wodurch der Muzzle Flip extrem vermindert wird. Hierbei handelt es sich, ich glaube, man kann das so sagen, wie um einen relativ einfachen kleinen Drehkopfverschluss mit zwei Warzen auf jeder Seite, die durch Anheben eines Verriegelungsblocks verriegeln. Dadurch lässt sich die Pistole laut Hersteller sehr, sehr flach schießen, hat ganz geringen Rückstoß, nur für eine 9mm Polymerpistole. Ich hoffe einfach mal, wir werden da noch eine bekommen in Zukunft und können die dann für euch ausgiebig testen und dann weiter berichten. Es gibt dann natürlich auch noch fancy Versionen für die Zukunft, wie hier zum Beispiel in der Farbe Sand. Die ist wesentlich schwerer, hat einen Top-Abzug drin, der überarbeitet ist und einen Comp, sowohl oben in den Verschluss eingefräst, als auch einen aufgesetzten Comp, der ungefähr einen Zentimeter lang ist und über eine Kammer nach oben und natürlich eine Kammer links und rechts verfügt. Wir sind von den Archon Firearms Strike B, das sind die mit der charakteristischen Fräsung hinter dem Korn, und von der Strike D, das ist die Pistole ohne Fräsung im Verschluss für die Leute, die einen eher etwas klassischeren Look wollen. Wirklich sehr überzeugt. Wir freuen uns darauf, die Waffen testen zu können und berichten euch weiter. Das war's von Archon. Wir sehen uns beim nächsten Start. For support, also subscribe Enforce Tech TV.